fantastisch. Willkommen zu unserer Bienendokumentation Teil 4. Wie schon letzte Woche erwähnt, haben wir ja einen Ableger gemacht. Und da werden wir heute mal einen Blick reinwerfen, was da passiert ist. So, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Hier sieht das so aus. Welche Nachschaffungszellen kann ich hier aber jetzt nicht sehen. Was ist das hier unten da? Hier, da ist irgendwas, aber was ist das? Hier sieht das von der Seite so aus. Aber von Nachschaffungszellen kann ich hier ja nicht sehen. Wie gesagt, da sollten ein paar Nachschaffungszellen drin sein. Aber keine Ahnung. Da ist nichts von zu sehen hier. Aber gar nichts. Die sind zwar drauf, aber hier ist auch noch was. Hier ist was. Hier kann man was sehen. Hier muss was sein. Hier, da ist also was. Hier geht es schon los. Da wird was. Da ist was in der Mache. Da wird was gebaut. Ja, ich denke mal, dass das so in Ordnung ist. Was haben wir hier jetzt noch drauf? Was ist das? Das war die Futterware. Ah, hier ist aber was. Hier hat sich was getan. Hier, das ist zwar die Futterwabe, aber hier ist was. Hier kann man das schön sehen. Ist da was drin? Da ist auch schon was drin. Da ist schon was drin. Da ist schon was hat. Das kann man deutlich sehen. Da ist was in der Mache. Da ist auf jeden Fall was drin. Die Seite, die ist leer. Das ist aber Futter. Oha, ja, da oben ist ein bisschen was drin, aber da ist ein bisschen wenig geworden. Die letzten Tage, die waren kalt. Hier ist gar nichts drauf. Jetzt können wir wieder da rein tun. So, was macht jetzt wieder hier? Das Problem hier sind hier die Rähmchen. Ich habe hier zwei verschiedene Rähmchenmaße. Einmal diese Hoffmann-Rähmchen und einmal diese hier mit Abstandhalter, die glatten. Und das ist wahrscheinlich nicht das Optimale. Da muss noch eine Lösung irgendwie gefunden werden. Aber ich muss da im Moment so mit arbeiten, das geht nicht anders. Aber das sieht alles ganz gut aus. Nur um das Futter, das mache ich mir ein bisschen Sorgen drum, dass da ein bisschen wenig Futter drin ist. Nur den Schied wieder davor. Ja, das sollte bis da ganz dran. So. Okay. Denke ich, kann hiermit zufrieden sein. Machen wir die Kiste wieder zu. So. Denke mal, das war so ganz in Ordnung. Und Nachschaffungszellen sind vorhanden, wie wir gesehen haben. Da müssen wir jetzt gucken, wie die Sache sich jetzt weiterentwickelt. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte dazu sagen, über die Kosten. Wie kommt man an Bienen dran? Also wir haben angefangen mit einer Kiste von Bienenland. Da haben wir eine Kiste gekauft, also es war ein Neueinsteiger-Set. Das kostete 169 Euro. Da ist so eine Kiste dabei. Hier. Den Hut hier.
diesen Abkehrbesen, Stockmeißel, dann ist hier ein bisschen zum Anzünden und hier den Smoker. Das war für 170 Euro und dazu kamen noch 4 Wabenableger. Den kriegen wir noch, das wird also Spätsommer, ehe wir den kriegen. Ja, an Bienenvölker, das Bienenvolk, was wir oben stehen haben, das haben wir über das Imkerforum bekommen. Da kann man sich also Bienen raussuchen, je nachdem, je nach Postleitzahl, wie weit man dann fahren muss. Auf jeden Fall gibt es da auch eine Möglichkeit, an Bienen dran zu kommen.